Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und heute geht's mal wieder um meine Filmsammlung, und zwar die Overview der TV-Serien und Dokus. Da sind wir heute auch beim letzten Teil. Das geht dann demnächst mit den Animes und animierten Filmen weiter und Serien, versteht sich. Ja, wir nähern uns dem Ende. Es hat ja doch wesentlich länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber gut. Fangen wir hier gleich mal mit der ersten Serie an, wofür ich sicherlich von einigen Leuten sehr verurteilt werde, dass ich die mag. Und zwar, da sieht man schon so gleich so ein ganz schöner Stapel hier. Und zwar, man sieht's, es geht um Grey's Anatomy. Ja, die erste Staffel fehlt mir, aber die zweite bis elfte Staffel habe ich tatsächlich auf DVD. Ich stelle es mal hier hin. Gleich wieder da. Weil ich mag die Serie tatsächlich. Ich habe auch alle Staffeln gesehen. Habe auch einige kommen dann auch bei den digitalen Käufen noch dazu. Ich weiß nicht, ich mag Arztserien einfach. Ne? Jetzt war Grey's Anatomy nicht der Auslöser, sondern eher einige andere. Aber ja, natürlich, weil es sehr häufig den Ruf einer Frauenserie hat. Aber ich weiß nicht, ich finde ne, die OP-Action, nenne ich es mal, und das Drama schon wirklich gelungen und unterhaltsam. Man muss jetzt auch dazu sagen, ne? Am Anfang war es wirklich noch ein bisschen kitschiger, ein bisschen ja, mehr Frauenserie, aber ja, die Serie hat auch immer wieder, auch wenn es meistens in einer Folge nur ist, ne, durchaus relevante Themen angesprochen, und oh, die Charaktere wachsen einem irgendwann ans Herz, und nur auch die Character-Arcs, die einige Charaktere durchmachen, sind wirklich spannend gehalten. Ne, und in den späteren Staffeln immer mehr Leute wurden ausgetauscht. Da gab es in, war das jetzt Staffel 17, eine Sache, man kann so einen Character-Arc auch versauen. Ja, und natürlich ist es nicht mehr ganz so geil wie früher die Serie, aber ich finde, die macht einfach unheimlich Spaß. Ne, da guckt Minato auch erstmal, was es hier alles für Serien gibt. Ne, noch keine Einblendung, weil er noch nicht hier im Video ist, ne Knödel? Ja, gestern war ja der Stream bei Patrick, ne, von gestern, als ich aufnehme, da musste Minato auch mitmachen. Ja. Also deswegen Grey's Anatomy, ich mag die Serie, sie hat mich immer gut unterhalten, und ja, dass Leute mal sagen, Frauenserie, ich weiß nicht, warum soll man sich sowas nicht angucken können? Es macht Spaß, das Drama ist gut, ne? Klar gibt es auch ein bisschen Romantik und auch einige Sachen, wo man sich an die Birne packt, aber unterm Strich eine coole Serie. Ebenso cool, da fehlt mir tatsächlich die letzte Staffel auf DVD, da war ich sehr überrascht, hatte ich die siebte tatsächlich im Stream geguckt, ist The Mentalist. Und ja, dass ich Procedurals auch mag, ist ja auch kein Geheimnis. Aber ich fand The Mentalist auch sehr cool. Erstmal natürlich, weil Simon Baker als Patrick Jane absolut klasse ist. Und ja, ich finde seine ja, dreiste, fast schon kindliche Art manchmal wirklich cool. Minato muss da jetzt randalieren. Du hast es geschafft, Knödel. Siehst du jetzt? Nein, nein, nicht rankratzen. Ich muss das da mal wegnehmen, weil Minato da wieder Sachen kaputt machen will. Der ist nur zufrieden, wenn die Welt brennt. Nein, da auch nicht, Minato. Nein, aber The Mentalist ist sehr unterhaltsam, hat auch wirklich viel Humor, auch spannende Fälle, und ich finde es halt immer cool, ja, wie quasi Patrick Jane dann oft auf die Lösung kommt, ne, durch, ja, nennen wir es mal so, Psychologie und ein bisschen Betrügereien. Das ist, also, Minato will das alles vernichten. Nein. Ah. So, zurück zu The Mentalist. Ich musste Minato kurz mal aus dem Wohnzimmer verbannen, weil der hier randalieren wollte. Ja, es ist eine sehr unterhaltsame Serie. Ich muss sagen, persönlich, dieser Gesamtarc über die Serie mit Red John, wird manchmal, oder wird dann schon sehr, sehr speziell. Und ja, ich bin auch ehrlich, die Red John-Folgen fand ich immer gar nicht mal am besten. Ich fand eigentlich gerade immer diese ja, Day-to-Day-Folgen viel cooler. Ja gut, und nachdem Red John dingfest gemacht wurde, das mit dem FBI, ist auch sehr unterhaltsam, aber ja, es wirkte so, man wollte nochmal einen gewissen Part der Geschichte weitererzählen. Das hätte man vielleicht auch vorher machen können. Nein, aber eine sehr, sehr unterhaltsame Serie, die mir auch immer wirklich viel Spaß gemacht hat. Und ja, wie gesagt, Simon Baker ist halt einfach klasse als Patrick Jane, und natürlich hier trägt seine Rolle und wie er das spielt natürlich auch ein Ganzteil der Serie. Sonst wäre es halt auch, ja,
eine Serie wie viele andere. Ja, kommen wir mal zu einem Klassiker, den ich eben vor Minato retten musste. Sind zwar nur die ersten beiden Staffeln, Der Prinz von Bel-Air. Ja, ein junger Will Smith, ne, der, ich sag mal, aus dem Ghetto in die Reihe, oder ja, ne, gut bürgerliche bis recht wohlhabende Familie in L.A. kommt, bei ja, seiner Verwandtschaft. Und ja, das ist schon eine coole Serie, habe ich als Kind immer gern geguckt. Und ja, kann man sich auch immer noch wirklich anschauen. Ist lustig, hat Herz, ne, und ich muss immer noch dran denken, dass Carlton in C2 Killer Insekten mitgespielt hat, und zwar ein Badass. Carlton! Nein, aber Prinz von Bel-Air kennen ja die meisten von uns sicherlich. Ist eine coole, spaßige Sitcom, die auch, wie gesagt, Herz hat und macht einfach Spaß. Ne? Und ist ja auch klar, dass Will Smith damit so ein bisschen den Durchbruch kriegen konnte, weil da war er wirklich auch, ja, einfach ein cooler Typ, sehr sympathisch, kam er darüber. Ja, ne? Tat dann einigen seiner späteren Filme leider nicht mehr ganz so, aber naja. So, dann hier habe ich auch nur die ersten drei Seasons auf DVD. Ich habe aber inzwischen auch weiter geguckt. Ich habe die Serie noch nicht zu Ende geguckt, bin ich ehrlich. Sons of Anarchy, das sind hier die ersten drei, wie gesagt, ist an sich eine coole Serie. Ist an sich wirklich eine coole Serie. Die aber meiner Ansicht nach, spätestens nachdem es nach Irland geht, teilweise so ein bisschen wurstelig wird. Nicht schlecht, aber ja, wurstelig und auch sehr soapy. Ne? Also das Drama von Sons of Anarchy ist teilweise kein Deut besser als das von Grey's Anatomy, wenn man es jetzt mal von der Männlichkeitsskala betrachtet. Nein, aber ist schon eine coole Serie, hätte man vielleicht, ja, gerade in späteren Staffeln noch ein bisschen mehr machen können. Wie gesagt, ganz zu Ende geguckt habe ich es noch nicht. Ja, aber ist schon cool und das Grundprinzip ist natürlich auch sehr cool. Aber, ja, wie gesagt, man hat irgendwann so ein bisschen den roten Faden verloren. So, dann kommen wir zu einer Mini-TV-Serie. Stephen King's Nightmares and Dreamscapes. Das sind halt einfach Kurzfilme oder Kurzepisoden. Ich überlege gerade, wie viele, 8 sind es, glaube ich, ne? Mit Stephen King-Geschichten. Ne? Und ja, Battleground ist dabei, ne? Crouch End in der falschen Welt, ne? Autopsieraum 4, Rock'n'Roll wird niemals sterben, das Ende vom Ende im Kabinett des Todes und das fünfte Viertel. Ne? Ich habe die jetzt nicht mehr alle einzeln im Kopf, ich weiß nur noch hier Battleground. Ne? Das ist ja auch aus der, der Nachtschicht der Kurzgeschichtensammlung mit dem Auftragskiller, der sich gegen die Spielzeugfiguren zur Wehr setzen muss. Die Episode war auf jeden Fall richtig geil. Die hat richtig Spaß gemacht. Ich mochte auch die Geschichte von King. Bei den anderen habe ich, glaube ich, die Vorlagen nicht unbedingt alle gelesen. Waren coole Sachen dabei, waren aber auch Sachen dabei, wo man sich gesagt hat, ja, gut, vielleicht weder Kings beste Geschichte noch die beste Verfilmung eben einer solchen. Ist auch eine ganz putzige Miniserie. Glaube ich auch bei vielen gar nicht so bekannt. Hatte ich auch irgendwann aus der Videothek einfach mal mitgenommen gebraucht. Ne? Aber es sind schon ein paar nette Episoden dabei. So. Dann, die hatte ich mir jetzt ja auch auf Blu-ray nochmal geholt. Band of Brothers. Ne, hier noch in dieser dicken Box. So. Ne, hier im Digipack. Das ist natürlich wesentlich cooler gemacht als die schnöde Armory, die ich auf Blu-ray habe. Aber auch hier alle Episoden drin. Man sieht aber hier, das ist das Digipack richtig geil designt. Ne? Da kann, wie gesagt, die Armory nicht mithalten. Die Serie Band of Brothers an sich braucht man nicht viel zu sagen. Halt quasi von Hanks und Spielberg produziert, nach auch dem großen Erfolg von der Soldat James Ryan. Und da habe ich ja mit Dave drüber geredet, als er hier war. Soldat James Ryan ist schon ein cooler Film. Band of Brothers ist fast noch ein Tucken besser, fand ich. Das Hauptproblem, was Band of Brothers hat, ne, auch wenn die hier wirklich eine ganze Menge abdecken, was wirklich auch spannend ist, ne, von der Schlacht im Hürtgenwald, ne, über eine Operation Market Garden, was alles da abgehandelt wird, ist wirklich cool. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, nicht der Handlung zu folgen,
Aber es sind halt Charaktere, ist ja halt klar, manch einer stirbt. Ne? Ich kann ja nicht nur Statisten sterben lassen. Dann kommen neue dazu und manchmal ist es ein bisschen wurschtelig, da immer hundertprozentig on point zu sein, wer jetzt genau wer ist. Ne? Könnte man jetzt auch wieder sagen, ist ja auch Teil der Gesichtslosigkeit des Krieges, aber naja. Band of Brothers ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Serie und ja, gerade wer James Ryan mochte, wird auch hier ne, seine ja, Freude mit haben. So, dann kommen wir. Es sind heute sehr viele, sehr große Staffeln, die halt dementsprechend Platz im Regal nehmen. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir heute eine Stunde reden werden. Ja, hier die ne, Masters of Horror. Ne, habe ich natürlich auch ne, noch in der Blu-ray-Variante im Mediabook von Nameless. Aber hier nochmal die britischen Boxen, weil die damals uncut waren und da ja, war noch nicht viel mit Blu-ray. Und ja, habe ich ja auch zu der ersten Staffel, zu jeder einzelnen Episode ein Review gemacht und Staffel 2 dann, so Platz schaffen hier, Staffel 2 dann halt tatsächlich so als Watchlist. Ja? Also ich sag mal, es sind zwar wenige absolute Oberhammer-Episoden dabei, einige sind schon ziemlich geil, Cigarette Burns, Imprint ist definitiv auch im Gedächtnis, sind auch ein paar ja, mittelprächtige und Gürkchen dabei, jetzt nicht beschissen, aber schon ein bisschen angegurkt. Aber ist auf jeden Fall auch hier ein cooles Konzept, muss man tatsächlich sagen, was Mick Garris hier hatte. Und macht Spaß, die Serie. Ne? Gibt Episoden, wie gesagt, die man sich jetzt nicht häufiger anschauen wird, aber auch welche, die kann man eigentlich immer wieder reinschmeißen. Und ich fand allein schon, wie das aufgezogen war und den Gedanken zu dieser Serie wirklich cool, dass man hier ne, Horror-Ikonen, also Regisseure nimmt, ne, wie Dario Argento war ja dabei, John Carpenter war dabei, oh Gott, da waren so viele, Takashi Miike, ne, jetzt muss ich hier sagen, Tom Holland, Toby Hooper, ne, also schon der Hammer, ne, The Washingtonians von Peter Medak, ne, also da sind schon... Das Konzept ist geil und natürlich sind auch viele der Folgen unterhaltsam und Horrorfilmfans müssen sich das eigentlich mal angeguckt haben. Punkt aus Ende. So, dann machen wir mal da hinten etwas weiter. Ich muss hier mal kurz etwas umbauen. Na, wartet mal kurz. Ja, und zwar haben wir dann, auf große Empfehlung meines Bruders, für viele sicherlich auch absolute Kindheitserinnerung, Buck Rogers. Ja, bei mir waren es jetzt weniger Kindheitserinnerungen, weil ich die Serie wirklich erst geguckt habe, als ich sie auf DVD gekriegt habe. Ja, schon das ganz unterhaltsam. Schöne Sci-Fi-Serie, alte, ne, ist ja auch ganz nett gemacht hier mit dem Digipack. Also man sieht ja, was das an Episoden ist. Ist schon eine ganze Menge, was man da bekommt. Und ja, ich fand's sehr unterhaltsam. Die zweite Staffel, glaube ich, ein bisschen weniger. Oder, ja, ein bisschen weniger, nur noch einzelne Discs. Aber macht schon Spaß, die Serie. Wenn man ältere Sci-Fi-Sachen sieht, ne, im 25. Jahrhundert, macht Spaß. Macht Spaß. Ne? Ist kein All-Time-Favorite, keine Nostalgie pur für mich, aber schon eine coole Serie. Viel, viel mehr Nostalgie ist an der Stelle Magnum. Ne? Magnum. Alle Staffeln hier schön in der Komplettbox. Finde ich auch cool designt hier. Ne? Kann man die einzelnen Dinger hier rausnehmen. Boop. Ja, bei Magnum, also muss ich auch sagen, also erstmal Tom Selleck ist cool. Tom Selleck ist fucking cool. Ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Higgins ist auch cool. Seine Hunde auch. Ich ist halt auch schon ne? Krimi-Fälle ne? natürlich und für Tom Selleck, der Privatschnüffler, der dann da immer mit dem Ferrari durch die Gegend gondelt. Ja, na, jetzt darfst du ja rein, Minato, ne? Um Terror zu machen und Unruhe zu verbreiten. Ne? Ich muss mal vorne mal kurz den Tabak rübergeben. So, nein, aber ich mochte Magnum halt immer, von daher, meine Eltern haben das früher, als ich wirklich ein kleines Kind war, immer auf RTL nachts geguckt, so um 23 Uhr oder so. Ich sag ja, Minato will die Welt brennen sehen. Und ich habe da immer mich gefreut, wenn ich das schaffen konnte, ne, wenn man dann noch mal wach war und mal mitgeguckt hat und so. Ich mochte die Serie einfach als Kind schon unheimlich gerne und ist halt absolut Kult und macht mir auch heute noch super viel Spaß. Also deswegen, Magnum ist einfach nur geil, finde ich.
Ja. Kann ja eigentlich auch gleich weitermachen mit einer weiteren Serie, bei der das vielen so geht. Und zwar das A-Team. Das A-Team. Selten wurde so viel geschossen, ohne dass wirklich Leute dauerhaft zu Schaden gekommen sind. Aber das A-Team ist auch einfach nur 80er-Kult. Ne, braucht man echt nicht drüber reden. Immer die ganzen Aktionen, wie man B.A. denn zum Auftragsort hinkriegt. Hannibal, der ist immer lieb, wenn ein Plan funktioniert. Oh, Howling, Matt Murdock, ja. Ist einfach, sind vier kultige Charaktere, die viel Quatsch machen. Neminato, ja. Jetzt hat er hier irgendwas aktiviert, bei dem ich nicht sicher bin, dass ich das möchte. Und er randaliert wieder. Minato, das ist nicht zum Klettern gedacht. Ich weiß, du kletterst gerne. Aber den Kletter doch mal woanders. Ich habe jetzt hier irgendeinen Scheiß. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie ich das wegkriege. Ja, hat geklappt. Ja, der Knödel. Der muss immer Terror machen. Ne? Ja. Der hat es auch mit der Buck Rogers DVD. Nein, nicht da runterschmeißen. Muss ich die hier bewahren? Hm? So. Also wie das A-Team, einfach kultige Charaktere und ich glaube, ja, jeder, der das als Kind gesehen hat, der feiert das auch heute noch. Ne? Es ist halt einfach Kult. Punkt. Es ist eine der coolsten Serien aus den 80ern. Irgendwas plant Minato. Er will jagen. Er weiß noch nicht genau was. Also A-Team, absolut geil. Na, natürlich aus heutiger Sicht manchmal auch ein bisschen stumpf oder nicht ein bisschen überholt, aber damals war die Action halt auch klasse für die 80er. Ne? So, dann hier nur die ersten 9 Staffeln, weil ich habe ja gesagt, ich mag Police Procedurals, da mag ich natürlich auch NCIS. wie gesagt, habe ich auch noch bei weitem nicht alle Staffeln gesehen. Einiges auch mal digital geholt, bei Prime natürlich vieles geguckt. Wenn es drin ist, freut man sich immer wieder. Und ich mag NCIS einfach, weil gibt's. Ne, ich bin absolut kein Fan von Militär oder so, ne, weil ich meistens eher auch politisch eher aus der linken Ecke komme. Und aber ich finde hier Gibbs als, ne, wirklich tougher Marine, der ist einfach sympathisch. Das ist ein Typ, den mag man einfach. Ne, gerade auch, weil er ein bisschen grumpy ist. Ne, dann auch die ganze Truppe, die wir hier bei NCIS haben, läuft ja auch, ich glaube, wir sind jetzt bei 18. Staffel oder sowas, nicht ohne Grund so erfolgreich. Ne, als Ableger von Jack damals. Jack habe ich nie gesehen. Die Charaktere sind halt cool. Ne? Gerade Gibbs, ne, der ja immer schön dabei ist. Ne? McGee, Dinoso eine ganze Zeit lang, Siva eine ganze Zeit lang, Abby eine ganze Zeit lang. Das sind coole Charaktere. Ducky, der ist, glaube ich, auch noch dabei. Ne? 18. Staffel noch nicht gesehen, auch die 16. und 17. noch nicht. Man kommt da kaum hinterher. Ist halt auch immer Police Procedural hier in einem Militärumfeld meistens, aber ich finde es einfach, die Charaktere sorgen dafür, dass das auch wirklich eine coole und sehr hochunterhaltsame und spannende Serie ist. Ne, gibt auch immer mal irgendwas, was ne, über eine Staffel oder ähnliches ja als Arc dient. Ne, und das fand ich hier tatsächlich auch immer ganz gut. Bei manchen Serien habe ich dann immer diese Sachen, die dann ne, diesen großen Arc bedienen. Ja, finde ich manchmal ein bisschen forciert und gucke die Folgen nicht ganz so gerne wie ne, die dann einfach so ein bisschen das Tagtägliche haben. Aber hier, NCIS, da mag ich auch die anderen, die dann ein bisschen den größeren Rahmen bedienen, oft ganz gerne. So, dann kommen wir nochmal zu einer etwas jüngeren Kultserie. Hier jetzt nur die ersten 4 Staffeln, die 5. habe ich aber auch schon gesehen. Mad Men. Und das ist natürlich ne, John Hamm als Donald Draper. Ne? Amerika Marketing Agentur, waren das die 50er? Ja, die 50er und 60er, ne? Späten 50er, frühen 60er. Boah, ne? Richtig schön, ne? Wie die amerikanische Kultur ein Stück weit funktioniert, wie sie beeinflusst wird. Und naja, es ist halt auch eine andere Zeit, aber ich find, in der die Serie spielt. Aber ich finde die wirklich, vom Drama ist sie klasse gemacht, von schauspielerischen Leistungen ist sie klasse gemacht und es ist einfach eine coole Serie. Ne? Und da ich ja in dem Bereich BWL studiert habe, ne, Marketing ist natürlich dann auch immer noch mal besonders interessant zu gucken, wie das läuft. Ja, man merkt, Writers and Executive Producers of Sopranos.
Nein, und auch hier natürlich, ja, wie sich dieser ganze Lebensstil auch von Donald Draper auf ihn, auf seine Familie, auf sein Umfeld auswirkt und so. Das ist eine geile Serie. Es ist einfach eine geile Serie. Muss ich mir 5. Staffel auch noch holen. So, dann mal ein bisschen was anderes. Auch jetzt hier ist auch nur eine Staffel. Die anderen hatte ich mir dann später nicht mehr geholt, weil man die dann nicht mehr so gut gekriegt hat. Dave Chappelle, die Chappelle's Show. Ne? Season 1 Uncensored. Ja, Dave Chappelle ja auch ein bisschen jetzt in die Kritik geraten. Hab gerade nur am Rande mitgekriegt, dass da was war. Aber ich fand seinen Balls-to-the-Wall-Humor immer sehr gut. Ne? Vor allem hier in dieser ersten Staffel. Das ist so ein Sketch. Es ist so genial, ne, wie er dann Dave Chappelle, ne, hier, dann quasi, ne, einen, ja, geheimen Drahtzieher des KKK spielt und dann wirklich, der blind ist und deswegen nicht weiß, dass er dunkle Haut hat und dann komplett auf die KKK-Schiene und am besten für ihn auch ja, erstmal der KKK, ja doch gut, die können damit leben, weil er die richtige Einstellung hat, aber das die Schlusspointe, die fand ich halt am besten, weshalb er seine Frau verlassen hat. Das kann ich jetzt hier nicht wiederholen. Nein, aber auch allgemein Dave Chappelle, sehr viele coole, drastische Sketches mit drin und es hat, macht einfach Spaß. Ne? Ist nicht ganz politisch korrekt, aber ich sag's mal so, wenn es nicht politisch korrekt ist, aber nicht böswillig, dann ist das wirklich noch lustig. Ja, zu True Blood, brauche ich nichts sagen, habe ich die Blu-ray-Box ja schon gezeigt und dazu was gesagt. Ne, hatte halt die ersten 5 Staffeln dann auf DVD. Dann, ne, irgendwann kam dann die Blu-ray-Komplettbox, habe ich gesagt, wollen wir die anderen, ne, 2 Staffeln auch nicht mehr auf DVD holen. So, dann kommen wir jetzt mal zu einer Dokumentation. Das heißt ja TV-Serien und Dokus. Und zwar Bowling for Columbine von Michael Moore. Und ja, ich sag mal, Michael Moore ist an sich schon ein sehr spezieller Regisseur, was das Thema Dokumentationen angeht, weil er weist immer auf wichtige Themen hin. Er hat natürlich auch mal seine politische Agenda, die ich teilweise gut finde, teilweise kommt immer ein bisschen drauf an. Bowling for Columbine fand ich tatsächlich auch noch klasse gemacht, ne, weil gut, es ist natürlich hier auch eine gewisse Polemik drin, dass es gegen die Waffenlobby und so geht, was auch einerseits wichtig ist. Ich bleibe aber auch immer noch dabei, Hauptproblem in Amerika sind nicht die laschen Waffengesetze, sondern vor allen Dingen ja, die Kluft zwischen Arm und Reich und die sozialen Probleme, die dafür sorgen, dass man halt von diesen Waffen dann auch gerne Gebrauch macht. Ne? Ist ein bisschen her, deswegen, ich glaube, in die Richtung geht Moore tatsächlich auch noch. Ne? Aber es ging ja darum, auch hier um dieses Columbine-Schulmassaker, um da auch klarzustellen, das ist nicht Musik, das ist nicht das, da spielen andere Faktoren eine Rolle, die damals halt medial, gerade in Amerika, aber auch in Deutschland, häufig zur Seite geräumt wurden. Das war nämlich immer die Musik, die Videospiele, die Filme. Fand ich schon ganz cool. Wobei auch hier mit Vorsicht zu genießen, das war mir damals bei Fahrenheit 9/11 besonders stark aufgefallen. Da war ich ja voll auf Moores Seite, dass George W. Bush weg muss oder nicht wiedergewählt werden sollte, aber ja. Er inszeniert auch manches, stellt Sachen etwas falsch dar. Es ist dann halt wirklich mehr Unterhaltungsfilm und politisches Statement seinerseits anstatt eine echte Doku. Aber hier Dreck gibt es gar nicht. Na gut, kommen wir jetzt wieder zu was anderem Witzigen. Auch wenn Dave mir da bisher nicht zustimmt, so wie ich das gehört habe. Stimmt mit dir nicht. Blackadder. Und Rowan Atkinson als Blackadder, ich finde es absolut genial. Ne? Also viele kennen Atkinson ja vor allem als Mr. Bean und vielleicht noch als Johnny English. Und Blackadder lief damals, glaube ich, sogar im Fernsehen in Deutschland, auch nur mit deutschen Untertiteln. Man kann das nicht einfach übersetzen. Da geht so viel Witz verloren, weil Mr. Bean nicht nur ein Knautschgesicht ist, er kann halt auch sehr viel mit Wortwitz machen. Und ja, hier geht es um verschiedene, es sind immer 6 Episoden, zu verschiedenen Zeitaltern in der britischen Geschichte. Einmal im Mittelalter, einmal in der Renaissance und einmal im Ersten Weltkrieg und eins war dann noch kurz, ich glaube in der Aufklärung war das.
Eine, nee, nicht Renaissance. Das eine ist Renaissance und das andere ist, ja, wie nennt man das denn? Die Zeit von 1558 bis 1603 ungefähr. Ja, ist auch scheißegal. Aber sehr cool. Ne? Vor allen Dingen, ne, dieses Zusammenspiel sind ja immer, Atkinson spielt immer Blackadder, ne? Irgendeinen aus dieser verfluchten Linie, nenne ich es mal. In der ersten Staffel ist er noch ein, ja, der Vollidiot und Baldric, sein ja, Kammerdiener, treuer Weggefährte, ist das Genie. Das haben sie ab der zweiten Staffel dann umgedreht, dass Blackadder halt immer der mit dem Grips ist, der es auch irgendwie mal schafft, trotzdem, trotz seines Intellekts, voll in die Scheiße zu reiten. Der Baldric ist dann der Idiot. Ja, ist richtig, richtig schön. Wortwitz drinne, ist schwarzer britischer Humor. Ist, ich finde es einfach genial. Ne? Einfach genial. Aber ne, man sollte definitiv das nicht mit deutschen Untertiteln gucken. Die lenken nur ab. Das muss man auf Englisch gucken. Man sollte auch gut Englisch können, um die Wortwitze auch nachvollziehen zu können. Da mache ich mir bei Dave nicht die Sorgen. Ich habe einfach eher das Gefühl, dem ist das Lachen stecken geblieben. Zu viele Arthouse-Horrorfilme geguckt, die er gut fand. Naja. So, dann haben wir hier, das sind alle 15 Urk-Staffeln, Emergency Room. Habe ich ja auch schon mal in einem Video erwähnt. Emergency Room für mich eine der besten TV-Serien aller Zeiten. Einfach weil ich A. Krankenhausserien mag. B. Die das immer ganz gut hingekriegt haben. Trotz der wirklich sehr viel wechselnden Charaktere. Ne, also die wechseln ja wirklich immer durch oder regelmäßig durch. Immer trotzdem, dass man ein paar Leute hatte, die man wirklich mochte, die man, ich sag mal, nicht unbedingt vielleicht sein Leben anvertraut hätte, aber mit dem man mitfühlen konnte. Deswegen dieses ganze Drama zwischen vom Personal, das Drama mit den Patienten, ist schon klasse. Was die Serie für mich wirklich richtig geil macht, richtig genial macht, ist, wie progressiv sie teilweise ist. Ne? Und was sie für Themen angesprochen hat, als man ja da noch nicht so drüber geredet hat. Ich nehme mal hier als ein frühes Beispiel das Thema mit Jeannie Boulet, einem der Charaktere, die da arbeitet, die halt HIV-positiv ist. Das HIV am Arbeitsplatz in den 90ern, darüber zu reden, um Gottes Willen, hat die Serie gemacht, ne, über Situation im Kongo, in Darfur, über andere Sachen, hat die Serie immer eingebaut und immer wirklich versucht, Themen anzusprechen, die ja zu dem Zeitpunkt gesellschaftlich noch nicht so in der breiten Masse angekommen waren. Und von daher top, definitiv top. Und natürlich das Intro von Michael, aber, ne, Michael Crichton hat das ja auch wirklich immer spannend in dieses Intro. Das ist nicht von ihm, da steht immer nur sein Name drin. Es ist natürlich auch, erkennt man sofort. Also deswegen Emergency Room auch wirklich eine krasse und klasse Serie, ne, die ich eigentlich jedem nur empfehlen kann. Ne? Und das ist wirklich auch immer wegweisend gewesen, was die Themen angeht. Ja, von den 90ern und 2000ern kommen wir wieder in die 80er. Auch so Kindheitserinnerungen muss ich auch wieder auf den Kopf drehen. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto. Die Foundation. Wilde Schattengesellschaft hier. Nein, aber Knight Rider ist es nicht nur, weil David Hasselhoff ein cooler Typ ist. Na, don't hassle the Hoff. Und Kit ein sehr cooles Auto. Ich glaube, also das. Jedes Kind, das die Serie damals gesehen hat, oder jeder, der es in seiner Kindheit gesehen hat, der hätte gerne ein Auto wie Kit. Vor allem mit dem Autopiloten würde ich das auch sofort nehmen. Ja, ich fahre nicht gerne. Nee, aber gut. Das ist eine kultige Serie, natürlich auch sehr 80er, aber hat einfach den 80er-Charme, macht mir einfach Spaß und ist neben A-Team und Magnum für mich so eine der Serien aus den 80ern. Miami Vice zum Beispiel habe ich nie geguckt. Die hier. Magisch. So, dann machen wir hier noch mal kurz weiter. Ja, das sind auch, hat mein Bruder mir mal gegeben, Kursure Okami, die TV-Serie von, ja, Lone Cub and Wolf. Was so ein bisschen Abfuck ist, muss ich tatsächlich sagen, ist, dass nicht das Minato hier jetzt rumrennt, dass das halt ist Episoden 7 bis 12 sind. Hat mein Bruder mir mal gegeben, weil er die anderen auch nicht gefunden hat. Ja, ist natürlich ein bisschen, ich sag mal, wertiger und seriöser und etwas bodenständiger als die Lone Wolf und Cub Filme. Die machen natürlich mehr Spaß, weil sie einfach nochmal viel blutiger sind.
Nee, aber hier, ja, wie gesagt, ich brauche hier dringend irgendwann mal, ne, alle Folgen, damit man dazu wirklich was sagen kann. Ne, Minato? Ja. So, dann hier, das hatte ich ja von Olli mal gekriegt, ne, bei so einer Tauschaktion. Law and Order, ich bin noch nicht zugekommen, es zu gucken. Ist aber ein Procedural, also es wird irgendwann geguckt. So. Ja, Minato, du willst ja Sachen umschmeißen. Ich glaube, ich muss hier kurz mal eine Pause machen und ein bisschen was, ein bisschen was wegstellen, damit der Knödel hier weniger Terror machen kann. Ja. Oder guck da. So, hoffentlich jetzt der letzte Cut. Ja, oh. Fangen wir erstmal hier mit auch wieder so einem dicken Ding hier an. Uff. Ja, ich weiß, ich habe mir die damals alle einzeln geholt. Die Highlander-Serie. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, ich liebe den, gerade den ersten Highlander-Film. Für mich absolut auch ein Film meiner Kindheit. Und das Ding ist einfach, auch durch meinen Bruder, der hat dann auch mal im Fernsehen gerne Highlander geguckt. Ich habe das als Kind immer so ein bisschen mitgeschaut und das, oh, ich fand das ganz cool, dass hier denn eine zusätzliche Geschichte erzählt wird aus dieser Welt, die ich da so mochte. Auch wenn der Highlander ein anderer war, war es halt sein Cousin. Ja, und später mir die Serie wirklich mal angeguckt und ich finde die wirklich cool. Ne? Ja, natürlich sind die Kampfszenen nicht bahnbrechend. Ne? Natürlich sind die schauspielerischen Leistungen nicht überragend und die, ja, wie die Lore erweitert wird, also ich fand, das ist noch ganz passig zum ersten Teil. Besser als was der zweite gemacht hat. Ne? Was für mich immer hier so ein bisschen das wirklich, ja, weshalb ich die Serie auch so mag, ist wirklich dieses, durch die verschiedenen Zeitepochen, ne, dass wir wirklich im Krieg was haben, ne, in der Zeit der Renaissance, ne, dann natürlich auch ein bisschen im, ja, Spätmittelalter, dass das immer wirklich durch diese verschiedenen Zeiten reist und ja, ich mochte das mal, weil ich das Geschichte auch schon immer interessant fand, auch wenn es jetzt natürlich kein Geschichtsunterricht ist, all diese historischen Settings, die werten das halt auch unheimlich auf. Und das ist, ne, Adrian Paul hier als Duncan MacLeod in der Serie absolut großartig. Ich mag die einfach und da wird mal Zeit, dass da mal eine schmalere Blu-ray-Box rauskommt. Ja, die Highlander-Serie, ich finde die einfach klasse. Gefällt mir auch neben dem ersten Teil wirklich am besten aus diesem ganzen Universum. Und ja, ich weiß nicht, jeder wird das so sehen, aber ich finde die einfach klasse. So, dann, ja, von einer Klasse-Serie zur nächsten Klasse-Serie. Das ist jetzt hier wirklich so zwei, drei Sachen. Das ist absolut der Wahnsinn. Und da ist eine Sache drin, das ist auch der Wahnsinn für viele. Auch hier wieder, bevor Frage kam, die kam ja ein bisschen auf, wo ist eigentlich Breaking Bad? Hatte ich ja bei den besonderen Editionen gezeigt. Zum Beispiel die Friends, habe ich ja auch diese große lila Box, die an die Tür von Monica und Rachel da erinnern soll. Habe ich ja auch bei den besonderen Editionen gezeigt, aber jetzt mal zu was anderem. The Wire. Eine Serie, dachte ich ursprünglich, dass es auch so ein Police Procedural ist, aber darum geht es gar nicht. Es geht hier um Baltimore. Und ich sag mal, wie, ja, ich sag mal, der Drogenhandel quasi und diese ganzen Probleme, die so eine Stadt hat, ne, wie das alles zusammenspielt. In der ersten geht es wirklich um die, direkt die Drogendealer, die Bosse. Wir versuchen hier Stringer Bell und seinen Cousin, war das Cousin, Bruder, dingfest zu machen mit Wiretaps, also indem sie die versuchen auf Band zu kriegen, was mit Wegwerfhandys und so natürlich nicht immer ganz einfach ist. Super spannend gemacht und zeigt halt auch, ja, so ein bisschen schon mal diese erste, wie läuft der Drogenhandel. Bei der zweiten Staffel, da beschäftigt sich halt immer noch mit dem Thema Drogenhandel, ist auch nicht dieselbe Polizeieinheit, die mit den Wiretaps da versucht reinzukommen. Hier aber vor allen Dingen, wie auch die, ich sag mal, Logistik funktioniert, ne? Wie zum Beispiel der Hafen in Baltimore eingebunden ist, ne? Wie denn dort, ne, auch, ne, dafür gesorgt wird, dass die Drogen dementsprechend ankommen, dass das keinem auffällt. Ja, natürlich auch ein bisschen wie Gewerkschaften und so damit reinspielen, jetzt nicht in den Drogenhandel, aber auch Gewerkschaftsinteressen, ne? Wo Leute einerseits die Gewerkschaft vertreten und andererseits, ne, auch vielleicht auch in gewisse Sachen verwickelt sind. Ne? Die dritte Staffel, da geht es dann zwar auch schon wieder so ein Stück weit um den Drogenhandel, aber ja, nochmal ein bisschen, ne, weiter in die Führungsebene,
Und man sieht hier auch wieder Stringer Bell, Idris Elba, absolut großartig in der Rolle. Die vierte, die haben alle ein sehr eindeutiges Thema. Bei der dritten war auch die Politik, spielt da schon eine größere Rolle als noch in der ersten. Bei der vierten, man erkennt es am Cover an, Grundprinzip bleibt dasselbe, aber hier natürlich auch wie schon an den Schulen und die jungen Cornerboys und wie die Kids damit eingebunden werden und schon ja, im Ghetto aufwachsen und teilweise, ja, dass die Realität für die ist, dass das eine legitime Karriere ist, die sie anderweitig nicht kriegen. Und in der fünften die Rolle der Medien auch nochmal und nochmal stärker die Politik. Und das ist halt das wirklich, was so geil ist an dieser Serie. Sie hat in jeder Staffel erzählt eigentlich eine komplette Geschichte, aber sie baut in jeder Staffel neue Themen mit ein und fokussiert sich ein bisschen darauf, um ja, ein Verständnis davon zu kriegen, was beim Drogenhandel alles dabei hängt und wie verstrickt das Netz ist. Ist spannend gemacht, top gespielt und wirklich, also absolut geile Serie, absolut geile Serie. Also HBO hat mal wieder richtig reingehauen. Und wer die Serie noch nicht kennt, definitiv angucken. Die ist wirklich klasse. Und auch, wie gesagt, kein einfaches Police Procedural, sondern wirklich auch ein bisschen anspruchsvoller. Dann von einer HBO-Serie zur nächsten, und das ist auch eine meiner Lieblingsserien, weil die tatsächlich eine der ersten war, die ja so ein bisschen mit diesen alten Studio-TV-Serien gebrochen hat und schon ja, so ein bisschen mehr in Richtung der modernen Fernsehserie, wie wir sie dann durch die Sopranos, ne, die dann ja bei HBO ein Riesenerfolg waren. Sopranos habe ich natürlich auch in dieser Spezialbox, die ich in den tollen Editionen gezeigt habe, ne? Auch aus England hier, ne, das Format, ne? Und dann zum Aufklappen, richtig geil. Kann ich nachher noch mal kurz in die Kamera halten. Nein, aber bevor Sopranos da richtig durchgestartet sind, hat Oz schon mal erste Grundsteine gelegt und hier ist es quasi eine Gefängnisserie. Und ja, nicht nur quasi. Und wir haben hier auch viele Leute, die aus unterschiedlichen Gründen einsitzen. Oh, und das ist halt auch richtig klasse. Na, also J.K. Simmons hier als Obernazi schon mal wirklich wieder intensiv in der Rolle. Oh, Warren Schillinger hieß er. Ne? Also wirklich auch für die Zeit eine sehr drastische Serie teilweise. Spricht auch viele relevante Themen an. Und ist wirklich ja, nicht für Zartbeseitete, aber eine wirklich erstklassige Serie. Das Drama ist klasse, ne, wie das aufgezogen wird. Und ist einfach auch, ja, wie gesagt, so, ich sag mal, die erste richtig moderne TV-Fernsehserie, auch wenn sie noch ein bisschen im Studiosystem verwurzelt ist, was wir vor Sopranos und so kannten. Hat man aber hier geschickt verbunden und ich liebe die Serie einfach. Absolut top. So, jetzt kurz zu der Serie, die da so ein bisschen für einige auch der Wahnsinn ist. Joey. Ne? Da kam ich dann nämlich nochmal auf Friends. Ja, weil Friends ist für viele eine absolute Kult-Sitcom und ja, ich muss auch sagen, es ist eine richtig geile Sitcom, hat mir auch immer Spaß gemacht. Vorher haben sie das Ende vernünftig hingekriegt, auch wenn ne, viele die letzten beiden Staffeln so ein bisschen schwächer finden. Das Ende hat gepasst. Nicht wie bei How I Met Your Mother. So, das Ding ist, es war ja bei allen Charakteren klar, wo sie landen, bei Joey nicht ganz. Und er dachte sich wahrscheinlich, ich bin ja Schauspieler, warum hänge ich eigentlich in New York? Ich könnte ja, das passt wirklich mit den Gesichtsausdrücken, ich könnte ja nach L.A. ziehen. Das war eine gute Entscheidung. Nein. Also, man merkt schon, der Charakter Joey ist natürlich ein Stumpfkopf teilweise. Wenn ihm so ein bisschen die anderen Charaktere fehlen, um das zu grounden und auszubalancieren, hat es natürlich nicht mehr den Charme von Friends. Wobei ich sagen muss, ich fand, die zweite Staffel hatte ich auch mal irgendwann gesehen. Man kann es sich angucken, es ist ganz unterhaltsam, es ist halt natürlich weit von Friends entfernt. Und viele haben vielleicht auch zu viel erwartet. Nein. Ja, also deswegen nach zwei hier wirklich absolut sensationellen Weltklasse-Serien, da stinkt Joey natürlich ab, wenn man das dann auch noch in dem Kontext zeigt. Womit wir wieder zu einer absolut grandiosen Serie kommen, die gefühlt auch bei vielen viel zu
ja, unbekannt ist. Ja. Das war damals der Shit, The Shield. Es ist halt auch nicht wirklich eine Police Procedural Serie. Das ist wirklich ein Cop-Thriller-Drama. Und ja, ohne zu viel zu spoilern, absolut klasse. Absolut klasse, auch hier mit einem Ende, das so richtig, also perfekt zu der Serie passt. Und das, die sind hier in der Abwechslung. Die sind am Anfang, ne, durchaus ein bisschen korrupt, ne, machen auch mal Sachen, die nicht nach, ja, ich sag mal, Polizeibuch sind, einfach weil es zum Guten ist, weil es notwendig ist. Aber wird auch schon sehr, sehr schnell tatsächlich eine Grenze überschritten. Und es geht danach immer weiter bergab mit den, ne, betroffenen Leuten, weil die natürlich auch, ja, kennt man ja dieses mit dem, ne, wenn man in den Abgrund starrt. Absolut geile Serie, wirklich absolut geil. Kann ich auch jedem nur empfehlen, wer die noch nicht kennt. Unbedingt angucken. Hammer. Und auch wirklich zu Ende gucken, die 7 Staffeln, weil es ist wirklich krass. Es ist richtig gut. So, und zum Schluss haben wir hier nochmal 3 Dokumentationen. Ja, einmal hier über Auschwitz. Ist natürlich nicht nur direkt über Auschwitz, sondern allgemein über den Holocaust, beziehungsweise die Shoah, in dem Sinne, dass man halt guckt, ja, die Täter, die Opfer, die Hintergründe, wie will man das jetzt am besten umschreiben? Ja, wie das auch aufgebaut wurde, dass denn überhaupt durch die Operation Reinhardt, wo man die ersten Sachen schon gemacht hat, bis hin, ja, wirklich diese Findung, bis Auschwitz das wurde, was es denn halt am Ende halt auch war, ein absolutes Vernichtungslager. Ne, auch das größte dieser Art. Und es beschäftigt sich halt wirklich auch, ne, mit dem ganzen KZ-System, was wir da hatten, also insbesondere die Vernichtungslager. Das ist wirklich sehr interessant, weil da auch auf so Dinge eingegangen wird, die gefühlt sonst häufig auch untergehen. Ne? Und allein schon, wie die Gedankengänge waren, um überhaupt bei diesen Gaskammern zu landen. Ne? Das ja, zeigt einfach nur wieder, was für Verbrecher das Regime damals waren. Und ich fand die immer sehr interessant. Die benutze ich halt auch im Unterricht, weil, ne, die dann auch mal hervorragend zu der Exkursion zu Bergen-Belsen hinführt. Ne? Das passt dann auch mal sehr gut. Ja, also definitiv interessant und empfehlenswert. Ja, dann haben wir hier auch super interessant, super empfehlenswert von Ken Burns Civil War. Ja, geht um den amerikanischen Bürgerkrieg. Auch ein Thema, das ich immer sehr, sehr interessant finde. Ne, 5 Discs, ein kleines Booklet. Und ich mag Ken Burns Dokus einfach. Die sind wirklich, ich finde die immer super spannend. Also das kann ich auch wirklich am Stück weggucken. Ja, ein Fernsehdrama epischer Größenordnung. Ne? Und er befasst sich hier wirklich, ne, kann ich mal die Kapitel oder die Teile, ne, die Ursachen, ein schreckliches Blutbad für immer frei, glatter Mord, Universum der Schlacht. Und es geht dann, glaube ich, auch sogar noch ein bisschen in die Reconstruction-Era mit rein. Und absolut klasse. Also wer wirklich mal ein bisschen was über den amerikanischen Bürgerkrieg wissen möchte, ne, gut, der kann sich natürlich auch Gettysburg und Gods and Generals angucken. Die sind ja auch sehr, sehr akribisch. Aber auch hier, ne, weshalb das Ganze überhaupt so weit kam, ne, und wie die Psychologie da funktioniert, dass es dazu kam. Das kann Ken Burns nämlich immer großartig. Wenn man Amerikaner verstehen möchte, sind gerade die Dokus von Ken Burns, die helfen ungemein. Wirklich ungemein, weil, ne, er sich dann halt auch wirklich mit den Amerikanern da befasst und wichtigen Sachen in ihrer Geschichte. Ne? Und ja gut, da brauchen wir dann auch über das hier auch nicht mehr reden, The War. Ne, es geht hier um den Zweiten Weltkrieg, auch von Ken Burns. Und ja, ne, man sieht schon, das sind so ein paar, ne, Discs. Das sind 5 Discs, aber halt auch mit jeweils 2 bis 3 Episoden drauf. Und natürlich geht es hier los mit dem Kriegseintritt der Amerikaner nach dem Angriff auf Pearl Harbor. Ne? Gar nicht um den Zweiten Weltkrieg an sich, sondern wirklich die amerikanische Beteiligung, sowohl im Pazifik als auch, ne, in Europa. Und es ist halt wirklich, wirklich 6 Discs. Ne? Wirklich spannend gemacht. Ne? Gesamtlaufzeit von, steht ja, glaube ich, gar nicht drauf. Hier,
14,5 Stunden. Lohnt sich aber, weil er natürlich dann auch in einer gewissen Tiefe reingeht, auch wieder auf die Psyche, was dann, ne, weshalb die Amerikaner da dann auch so drauf waren. Und das ist auch zur Erklärung, ne, für vieles, was wir heute betrachten, auch wichtig. Ne? Und deswegen eine Top-Doku. Ich könnte mich jetzt noch in den Arsch beißen. Eine Prohibition habe ich leider noch nicht auf DVD, aber schon gesehen. Ist auch wirklich interessant. Und was ich jedem an der Stelle empfehlen kann, ich habe es leider nicht. Ich habe es damals nur bei Netflix gesehen und dann dachte ich mir, ha, ist ja bei Netflix, brauchst du nicht ja, auf Disc holen. Muss ich irgendwann mal auf Disc holen. Ne, gibt quasi hierzu ein Pendant zum Vietnamkrieg und ja, das ist auch absolut Bombe. Also Ken Burns Dokus, immer geil. Immer geil. Ja, dann haben wir ja hier, sind wir durch mit den TV-Serien und Dokus. Ich weiß nicht so viele Dokus, tut mir leid. Muss ich auch noch ein bisschen was nachholen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Haut mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr einzelne Serien davon fandet. Na, gerne auch Doku-Empfehlungen, bin ich auch immer offen für. Und ja, zu guter Letzt dann ja, bis zum nächsten Mal, wenn es dann ja erstmal wahrscheinlich mit dem Review weitergeht und dann mit Anime und Animierten, wenn mir nicht das Update dazwischen kommt. Gucken wir dann. Also, bis zum nächsten Mal.